Herzlich willkommen, endlich zu einer neuen Folge Fischen oder Fangen. Die erste Folge in diesem Jahr, tatsächlich, weil, naja, ihr wisst ja, war viel los und so. Heute ist Martin mit dabei und wir werden hier auf der alten Oder versuchen, ich war vor ein paar Tagen schon mal hier, kann ich euch jetzt mal einblenden. Oh Freunde, anderes Boot, diesmal mit Bootslando, aber nicht auf Bootslando. Und ja, jetzt hier in der alten Oder, nicht mehr im See. Und bleibt weiterhin der Hechterzielfisch. Jo, so schnell kann man manchmal ja nicht die Kamera anmachen und alles. Wie denn der Hecht da ist, wa? Na ja, der geht doch schon. So, ist ein bisschen schöner. Ja, Wels. Tatsächlich. Geil. Ja. Ah, warte. Lass. Ja! Sehr schön. Alter Scheiße. Ja, Wels, sie fand das. Schöne S-Größe. Das ist eine schöne S-Größe. Ja. Ja! Ist ja geil. Mann, ist das ein Angelnballer. Ach, Norbert, mit dir fahre ich doch öfters. Naja. Da muss ich mir noch überlegen, ob ich mit dir noch mal fahre. Gleich weiter. Orlando wirft immer aus. Den Stiel ranmachen? Mach ich mal so. Den kriegen wir so. Mach mal schnell. Hä? Ich hab doch gerade rausgeschrieben. Ja, manchmal ist das so. Wenn er da steht, hast du einen Kaffee rum. Manchmal ist es so. Hatte ich auch gehabt, an der Ostsee, Rinne gefunden, der ist aufgeklatscht und dann muss ich was machen. Petri! Hast du nicht mal ausgeworfen? Hat man ja die Rolle zugemacht. Das ist auch unglaublich. Ja, der hat sich vorgeschickt. Ich bin jetzt schon ein bisschen spanisch hier. Ja, also wie gesagt, wir werden hier heute auf Hechtjagd gehen. Hechte sind wieder freigegeben. Vielleicht kommt ja auch nochmal die Überraschung wie beim ersten Mal, dass irgendwie ein Wels rangeht oder
vielleicht auch schon Barsch, mal sehen. Ja, ist das erste Mal mit dem Bellyboot hier drauf, aber ja, ist ein bisschen windig, aber wir werden schon irgendwie aushalten. Warm angezogen sind wir und ja, jetzt bauen wir erstmal den ganzen Takel auf und dann nehmen wir euch mit auf Wasser. Ja? Also, bis später. So Leute, der Wind ist weiterhin fies, aber dennoch werden wir jetzt die Bellyboote erstmal runter zum Wasser ziehen und dann No wind, no fish. Ja, no wind, no fish. Ich denke mal, wird schon mal gehen. Hoffentlich. Also, die kriegst du mit. Der Wind ist richtig heftig. Ja, das ist hier überall so mega tief. Hier hinten ist das richtig flach. Da sind nur 50 cm oder so. Freunde, wir hatten bis jetzt noch kein Glück gehabt. Jetzt fahren wir erstmal wieder ein Stückchen hoch. Per Muskelkraft bzw. per Motorkraft. Und dann hoffen wir, dass wir da vielleicht nicht kriegen. Weil eigentlich ist das Wetter ja nicht so schlecht. Bis auf den Wind, der sehr nervt. Aber ansonsten ist es bedeckt, ab und zu kommt mal die Sonne durch und so. Mega kalt ist es jetzt auch nicht mehr. Naja, wir schauen mal. Gut, Freunde, wir waren jetzt hier echt lange unterwegs. Und ja, bis jetzt hat tatsächlich noch nichts großartig gebissen. Also gar nichts. Außer bei Martin, der hat ein paar Anpasser gehabt. Tja, wir kommen jetzt hier zu einem der letzte Spot, nehmen wir das Fuß aufwärts und dann lassen wir uns wieder ein bisschen runtertreiben bis zu der Stelle, wo wir ausdippen. Und ja, drückt uns die Daumen, dass wir hier an der letzten Stelle vielleicht ein bisschen steigen können. Hier immer alles mitgenommen, aber die Tasche mit den Bohrfächern nicht. Vor allem gerade hier eine fiese Schilfterin geworfen mit dem tollen Blinker. Okay. Man reißt es. Hier reißt es ab hier, weil der. Also okay, wo? Ja. Was ist denn wieder? Nee, natürlich nicht. Ich finde den auch nicht da drin. Mega nervig ist das. Ja. Naja, gut. Irgendwo anders ran hier. Normalerweise brauchst du hier Jacke oder so ein Gramm oder sowas. Oder 3 Gramm oder sowas, ja. Ja. Wie gesagt, 7 Gramm sind zu viel. Okay, ja Leute, was soll ich sagen? Dann kam endlich der Fisch, aber ausgerechnet diese Aufnahme funktioniert irgendwie nicht und lässt sich einfach nicht abspielen. Immerhin gibt's dieses schöne Bild und ja, Petri, Martin. Da ist er doch, da ist er doch.
Da fühlt sich auch, naja, ich weiß nicht. Ja. Macht sich schwer, oder? Macht sich auf jeden Fall schwer. Ja, fand ich bei mir auch. Ah. Spannung halten. Da ist er doch. Den wollt ihr auffressen, ne? Ah, ich spring zu dir! Oh, wie er springt. Da ist er doch! Eine Herzgröße? Obwohl, nee, der. Süßle, na wenn natürlich. Na bitte. Na bitte, ja. Ich sag's mal, ich kann nicht. Ja, klar. Das ist schon so schlecht, das ist ja richtig mal. Das Steifenfrucht dran war. Da ist er. Juhu. Ja, also hat es sich doch gelohnt, hier hinten hinzufahren. Ja, guck, vielleicht kriegen wir noch. 2, 3. Ja. Aber der darf erstmal zurück. Sieht nur so aus, als wenn er noch leicht drin hätte, vielleicht. Oder ist schon fett gefressen. Zack, weg ist er. Ja! Hat er hier auf ihn von Gunki. Ist ja was? Sieht das Ding? Gunki, klein hier mit so einem Splitter hinten dran. Splittert. Jetzt hat er bestimmt so richtig schön wie so ein kleines Fischchen. Das ist wahrscheinlich genau das hier. Das ist das erste Mal, dass ich guck, den mal die fangen habe. Und der riecht auch ein bisschen nach Anis. Finde ich ja nicht so geil, aber. Besser als nach Anus. So, wir lassen uns jetzt wieder langsam runtertreiben. Der hat seinen Hecht gefangen, sag ich mal. Könnte natürlich noch einer kommen. Oder hätte generell mehr sein können. Aber da kann man sich immer nicht aussuchen. So was allein. Sagt man immer so schön. Ja, ich weiß, die ganzen Verlierersprüche. Nein. Wir haben zwei Hechte gefangen. Damit sind wir schon zufrieden. Oder? Mit jeder ein Hecht ist man schon zufrieden heute. Ja, vielleicht ein Spundwand da oder so. Ich hab auch schon ein Spin mehr dran gemacht. Man sieht so ein bisschen Schiffsverkehr hier, weil ich drehe uns auf. Also, guck mal, wir sind die Augen offen halten. Ob die irgendwo da. Schuhe von hinten kommt. Kann ja mal passieren. Weil denn aus dem Weg, Mann. Wer kennt die Regel auf dem Wasser? Der kleinere gibt nach. Leute, das ist das Ende dieser Tour und auch dieser Folge. Ja, das war da ganz erfolgreich eigentlich. Wir haben das erwischt, was wir erwischen wollten, nämlich Hechte. Kein Schneider geblieben. Kein Schneider geblieben, das ist schon mal viel wert hier an der Oder und in der Gegend. Und auf jeden Fall ja, hat es Spaß gemacht. Ist jetzt ein bisschen kalt auch langsam an den Füßen. Der Wind hat es jetzt auch nicht einfacher gemacht, aber wir haben uns durchgekämpft und jeder hat sein Hecht gekriegt. Von daher
sind wir ganz zufrieden, würde ich sagen. So, jetzt slippen wir erstmal aus und dann melden wir uns gleich nochmal. Leute, ihr seht, alles ist gepackt. Alles passt rein in den kleinen Dacia. Auch wenn man die Luft rauslassen muss, aber es passt. So, also, wie gesagt, wir sind zufrieden. Und ist ja der Saisonstart gewesen. Beim nächsten Mal jetzt dann gibt es hoffentlich mehr Fisch. Und Stippen ist ja auch wieder angesagt. Also es wird dieses Jahr noch einige kommen. Und wenn wir Glück haben, dann geht es ja auch mal wieder zur Ostsee oder vielleicht auch nach Norwegen. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber naja, wir gucken mal. Also macht es gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Petri ein. Ciao.